steht vor der Tür. Wir wollen heute mal eine einfache Abituraufgabe rechnen, und zwar geht es um eine E-Funktion. Wir haben hier an der Tafel Folgendes. Gegeben sei die Funktion f von x gleich 2 mal e hoch 0,5x minus 1. Dabei ist das x ein Element aus dem Bereich der reellen Zahlen. Wir wollen einmal die Nullstellen bestimmen und zweitens an der Stelle eine Skizze und zeichne eine Tangente ein, die den Graphen von f von x im Punkt P mit den Koordinaten 0, 1 berührt. Es soll dann erläutert werden, weshalb es sich bei dem Dreieck, gebildet aus den Koordinatenachsen und der Tangente, um ein gleichseitiges Dreieck handelt, Jonas. Zur Lösung. Die Bedingung für die Nullstellen besteht ja darin, dass wir die Funktion 0 setzen, also f von x gleich 0. Dann haben wir 0 gleich 2 mal e hoch 0,5x minus 1 gleich 0. Ich addiere 1, dann haben wir 2 mal e hoch 0,5x gleich 1. Wir dividieren noch durch 2, dann schwenken wir hier ein bisschen drüber. Dann haben wir e hoch 0,5x gleich 0,5, und um an den Exponenten ranzukommen, muss ich logarithmieren. Ich nehme den Logarithmus Naturalis. Dann haben wir 0,5 mal, jetzt bezeichne ich die Nullstelle mit x0, mal ln e, das ist dann gleich der ln von 0,5. ln e ist bekanntlich 1, deshalb haben wir x0 gleich der Wert durch 0,5 wäre dann 2 mal Logarithmus von 0,5, und das ergibt einen Wert von etwa minus 1,3862. Da nehmen wir als Nullstelle minus 1,4. Damit haben wir den Punkt A. Für die Steigung der Tangente am Punkt P mit den Koordinaten 0 und 1 benötigen wir die erste Ableitung. Und die erste Ableitung der Funktion wäre dann f' gleich 2 mal 0,5e hoch 0,5x. Und 2 mal 0,5 ist 1, also haben wir die Ableitung e hoch 0,5x. Und wenn ich jetzt für x gleich 0 einsetze, dann haben wir tatsächlich f' von x gleich 1. Somit ist die Steigung der Tangente, die wir mit mt bezeichnen, gleich 1. Und der Graph der Tangente verläuft also durch den Punkt P mit den Koordinaten 0 und 1. Die beiden Basiswinkel sind 45 Grad, die sind gleich groß, und daher ist das Dreieck gleichschenklig. Das heißt, das Dreieck ist hier in der Skizze, dieses gepunktete, da haben wir die Koordinaten von, also bis minus 1 hier, und auf der y-Achse 1, dann sind die Schenkel gleich, also es ist ein gleichschenkliges Dreieck. Das ist die Kurve f von x mit der Nullstelle bei 1,4, das wäre die Tangente am Punkt 0 und 1. Das war eine kleine Aufgabe. Für diese Aufgabe, die meistens im Bereich 1 gehört, gibt es vielleicht 3 oder 4 Punkte, nicht so viel, aber man muss das völlig ohne Taschenrechner rechnen, und das schaffen wir. Okay, bis hierher. Danke.